Uwe Petermann. Ja. Danke, Klausi. Ich lasse mir meine alten Laden bei ihm reparieren. Das genau. Funktioniert noch super. Danke, Klausi. Ja, und durch ihn habe ich auch diese Ehre erfahren, dass ich hierher herkommen darf. Und etwas, was mein Hirsch in der letzten Zeit zum Besten geht. Ich muss dazu sagen, ich habe mein berufliches Leben in der ganzen Welt verbracht und erst den Anfang und das Ende wieder in der Kärntner Heimat. Und diese Bücher, die da in letzter Zeit herausgekommen sind, in der Corona-Zeit, die spielen in der Welt. Und da hat man etwas ausgesucht, das Buch heißt Meine Welt und meine Heimat, aus einer jungen Zeit in meinem Leben, wo ich in Angola eingesetzt wurde. Ich habe als dort die österreichische Wirtschaft vertreten und ich habe dieses Land, das ist schon so lange her, da war das so eine portugiesische Kolonie und ein wahnsinnig interessantes Land mit sehr vielen wilden Tieren und so weiter. Und die Arbeit war ganz interessant. José war intelligent und wahrscheinlich auch politisch gegen die portugiesischen Machthaber im Geheimen aktiv. Das war mein Chauffeur dort. Er war aber ein sehr fleißiger und verlässlicher Mitarbeiter. Sein Hobby waren Autos, er konnte sie reparieren und war ein sehr guter Fahrer. Daher wurde er mein Chauffeur und mit dieser Aufgabe machte ich ihn glücklich. Es war nämlich so, dass im damaligen Angola Schwarze nicht Auto fahren durften, aber als unter Anführungszeichen Diplomat und gemacht, was ich wollte, und habe ihn zu meinen Chauffeur gemacht. Das war für ihn super. Da ich diplomatischen Status hatte, konnte ich mir erlauben, einen Chauffeur ohne Fahrprüfung zu haben. Ein Schwarzer bestand tatsächlich niemals die Fahrprüfung, obwohl er das Recht hatte, zu der Prüfung anzutreten. Unter den Besuchern, die wir im Laufe der Zeit bei unseren Fahrten kennenlernten, war auch ein altes, elegantes, aus Schweden stammendes Ehepaar. Sie hatten eine lange, beeindruckende afrikanische Geschichte hinter sich. Er hatte als Diplomat begonnen, sich aber bald von dieser Karriere verabschiedet und entschlossen, für immer in Afrika zu bleiben. Er kaufte riesige Flächen vom Gebirge, dem Grünland und wurde Farmer. Jahrelang trieb er Rinderherden vom Süden nach Angola. Etwa 80% der Tiere wurden beim Durchqueren wilder Flüsse von Krokodilen getötet. Trotzdem gelang es ihm, eine stattliche Rinderherde anzusiedeln. Seine Frau und er luden mich auf ihre Farm ein und ich verbrachte in diesem Paradies mehrere Tage. Auf seinem Grundstück befanden sich auch mehrere einheimische Dörfer, deren Bewohner ihn und seine Frau bewunderten und ihnen ergeben waren. Zwischen dem bewundernswerten Ehepaar und mir entstand eine Freundschaft, die zwar spontan, aber nicht oberflächlich war. Die beiden waren, wenn auch gesund, so doch schon sehr alt und einsam. Beim Abendessen, nach ein paar Gläsern Wein, machten sie mir ein überraschendes Angebot, das genau in meine Jugendträume gepasst hätte. Im vollen Ernst wollten sie mir ihren prachtvollen Besitz schenken, unter der Bedingung, dass sie bis zum Lebensende da bleiben und wir das Unternehmen gemeinsam führen würden. Ein Angebot, das im Vorübergehen in eine Traumwelt versetzt. Ich werde das jetzt nicht lesen, sondern nur erzählen, aber ich war dort allein. Ich war natürlich begeistert davon, aber ich habe dann meine Frau angerufen, die mit den Kindern in Wien war, und habe gesagt, pass auf, wir übersiedeln nach Angola. Und sie hat mir dann die Realität hergebracht, denn wir haben schon kleine Kinder gehabt
und die Schule war 1000 Kilometer entfernt und das Ganze wäre wahrscheinlich nicht so lustig gewesen, wie es für mich damals war, denn ich habe dort mit den wilden Tieren gelebt und war einfach ein wilder Diplomat. Also ich habe das Ganze abgesagt und das war auch gut so, denn in der Ehe sind im Krieg dann alle umgebracht worden. Das ist nur eine von vielen Geschichten aus meinem relativ langen Leben in verschiedensten Ländern der Welt, die ich da angeschnitten habe und ein bisschen beleuchtet habe. Und dann ist da noch ein zweites Bierchen aus der Corona-Zeit. Das heißt Lilis Abenteuer in einer bunten Welt. Das ist eigentlich ein Kinderbuch, aber es ist nicht nur für Kinder. Die Idee stammt von meiner Tochter, die gesagt hat, schreibe mal ein Buch über mich, wie ihr Kind war. Sie war ein Kind in Kanada, also wir haben damals dort gelebt. Und die Lilly ist eigentlich sie. Und diese Lilly, der ist es passiert, dass sie einmal dort, wo wir gewohnt haben, das war am St. Lorenz-Strom, ist auf einmal ein eigenartiges Flugzeug gelandet mit einer Möwe drauf und die haben sie eingeladen einzusteigen. Und hat gesagt, du kannst mit uns fahren, wohin du willst, du bist immer 24 Stunden oder 12 Stunden weg, aber du verlierst nur den Bruchteil einer Sekunde, also deine Eltern werden nichts merken. Und dieses Buch handelt von den vielen Reisen, die dieses Kind mit dem Wundervogel gemacht hat. Die Reisen oder die Länder sind alle echt, denn das war ich natürlich überall. Ich war dann, nachdem ich meine ernsthaften Berufstätigkeiten aufgegeben habe, Reisejournalist und habe einiges kennengelernt. Und das ist eine kurze Geschichte am Ende von Island. Island, Europas letzte Wildnis. Mitten zwischen den zwei Welten, in denen sich Lilly zu Hause fühlte, liegt Europas letzte Wildnis. Sie dachte nach, auf einer Seite Kärnten, klein von Bergen eingeschlossen, mit vielen glitzernden Seen geschmückt, auf der anderen Seite Kanada, unvorstellbar riesig wie ein Kontinent, aber ihr dortiges Zuhause war ja auch nur klein, eben das Örtchen, wo sie lebte, und die Schule in Montreal, wo sie lernte. Zwischen diesen Welten lag Island, mit langen Tagen im Sommer, in endlosen Nächten im Winter. Es reizte sie, diese wohl unvergleichliche Welt kennenzulernen. Es war ein Sommerball mit herrlichem Wetter, an dem Lilly und die Möwe in Europas letzte Wildnis flogen. Auf dieser Insel sind die Urgewalten unseres Planeten so deutlich sichtbar und spürbar wie kaum woanders. Sie wird so viel und so intensiv Natur geboten, dass man das Hauptstädtchen Reykjavik am liebsten ausrasten möchte. Trotzdem ließ sich Lilly einen kleinen Spaziergang durch die eigenwillige, sehr kunsthistorische Hauptstadt nicht entgehen. Sie war überrascht von den vielen Touristen, die sich zwar originelle, aber doch bescheidene Stadtleben entschieden hatten. Die gewaltige Natur mit ihren Gipfeln, Gletschern, Geysiren und Wasserfällen war so intensiv und ausgedehnt, dass Lilly glücklich war, eine fliegende Freundin zu haben, die ihr aus der Luft einen kleinen Einblick und Überblick verschaffte. Die Islandpferde, die Wiesen und Heiden bevölkern, sind eine Art Ersatz für die weitgehend fehlenden Bäume. Sie verleihen der Landschaft Anmut, ihres Leben und Charme. Eine begeisternde Art, Island zu erleben, ist es, auf diesen liebenswürdigen Tieren mit ihren fünf Gängen durch die Küstenlandschaft oder das Hochland zu reiten. Lilly ließ es sich mit ihrer Möwe auf der Schulter auch nicht nehmen, eine ausgedehnte Reittour zu machen. Um die Insel mit ihrer
enormen landschaftlichen Vielfalt kennenzulernen, braucht man viel Zeit und zumindest mehrere Tage. Welti erwarte eine perfekte Lösung. Sie schlug Lilly vor, sich auf die Halbinsel im Westen zu konzentrieren. Dort findet man ganz Island in einer Art Kleinformat. Wunderbar ist die dortige Nordküste mit unzähligen kleinen Felsinseln. Lilly nahm einen schönen Wanderweg entlang der Steilküste mit Basaltsäulen. Die Landschaft bietet einen Vulkan, einen leuchtenden Gletscher, riesige Lavafelder, Vogelinseln, tolle Basaltformationen und romantischen Strand. Man würde glauben, dass es schön wäre, dort zu baden, aber das Wasser ist viel zu kalt, allerdings nicht für die Hohen. Es ist eine Freude zu beobachten, wie dort die lustigen Tiere in großer Zahl am Ufer und im Wasser offensichtlich Spaß haben. Lilly erinnerte sich an die Erzählungen ihrer Eltern, die genau in dieser Gegend, in dem einsamen Hotel Helna, ein paar Tage verbracht haben. Man kann von dort aus fast ständig Wale beobachten. Wenn man sich umdreht, glaubt man den Gletscher berühren zu können. Sie unterdrückte alle Gefühle der Scheu und ging in das Hotel. Sie erzählte der jungen, sportlichen Chefin des Hauses, dass ihre Eltern so schöne Erinnerungen hätten. Das trifft sich gut. In einer halben Stunde fahren wir auf den Gletscher Skifahren. Du bist herzlich eingeladen. Vorher essen wir etwas. Bist du ganz allein mit deiner Mühle? Klingt wie eine Art Märchen. Unglaublich aber wahr. Sie fuhren zu viert zum Gletscher hinauf. Ausrüstung und Ski im Geländewagen. Es machte unheimlichen Spaß, den steilen, sehr firmigen Hang hinunterzuwählen. Lilly wurde für ihr elegantes Skifahren bewundert. So was Tolles habe ich noch nie erlebt, strahlte sie. Skifahren auf einem tollen Hang mit Blick auf Meer, auf blaues Meer. Danke, danke. Der Tag war zwar jahreszeitsbedingt endlos lang, aber Lilly musste doch an die Heimreise nach Kanada denken. Kaum hatte sie den Gletscher verlassen, befanden sie sich in einem duftenden Blütenmeer. Lillys Gastgeberin war die erste Person, die zu ahnen schien, dass sie von einer höheren Macht für wundersame Reisen ausgewählt war. Du wirst jetzt sicher noch im heißen Wasser baden. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Wir werden uns sicher wieder mal sehen, sagte die blonde Isländerin und umarmte Lilly. Ganz in diesem Sinn, sie hat dann noch die blaue Lagune besucht. Das ist einer dieser heißen Bäder, wo man hineinkommt. Das hat sie natürlich genossen. Und ganz in diesem Sinne verabschiedete Lilly sich von Island mit einem Besuch der Blue Lagoon, wohl dem berühmtesten Bad des Landes. Es wimmelte von lustigen jungen Menschen. Die Architektur dieser Anlage inmitten der Kinderwelt ist preisgekrönt. Das Wasser hat an die 40 Grad. Man schmiert sich mit dem weichen, heißen Kieselschlamm auf dem Körper und hat ein perfektes, naturnahes Wellnesserlebnis. Welti wartete gemeinsam mit Möwi auf Lilly. Es war schon spät, aber ganz hell. Lilly, es ist schön, dich zu kennen, lieb zu haben und dich ein bisschen mit der Welt vertraut zu machen. Interessante und schöne Seiten dieser Erde hast du im Zeitraffer erlebt. Du hast Möwi und mich durch deinen positiven und ehrlichen Charakter glücklich gemacht. Wir müssen jetzt zum Ende unserer ersten Erlebniswelle kommen. Ich schlage vor, dass wir noch einen Ausflug machen. Dann ist Schluss. Hoffentlich nur Pause. Es werden schwierige Zeiten auf die Menschen kommen. Eine harte, von höherer Gewalt eingeleitete Bedrohung der Menschheit. Das kommt nicht sehr bald, aber es kommt. Aber in 3 Tagen komme ich noch einmal. Wohin möchtest du? Dann in den Oman. Der Oman ist dann die letzte Geschichte von dieser ersten Phase. Jetzt hören wir wieder ein Lied und vielleicht
er hat es nicht erwähnt, er war Generaldirektor der Österreich-Währung und Präsident der Europäischen Tourismuskommission und war dort einige Jahre auch im Europäischen Parlament gearbeitet. Ich habe beide Bücher in kürzester Zeit verschlungen und viel, viel allerdings aus der Welt eines Diplomaten über die Welt, über die gesamte Welt eigentlich erfahren. Also quer durch alle Kontinente. Es ist sehr viel Bildung in beiden Büchern drin. Großartig. Ich habe immer gehört, dass es schön ist.